Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Backen mit Beate. Heute zeige ich euch ein ganz feines, exotisches Dessert, Bananentartatin mit Kokoseis. Für das schöne Rezept benötigt ihr ein paar einfache Zutaten, die bekommt ihr in jedem Supermarkt. Das cremige Kokoseis ist ganz ohne Eismaschine hergestellt und wie es funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das Rezept ist für 4 Personen. Dafür benötigt ihr 4 kleine Bananen, 30 Gramm Butter, 30 Gramm Zucker, 2 Platten Blätterteig. Für die Eiscreme, das sind hier 2 dicke Kugeln pro Person, braucht ihr 100 Gramm Sahne, 100 Gramm Creme Double, 185 Gramm gesüßte Kondensmilch und 65 Gramm Kokosnusscreme. Als erstes starten wir mit der Zubereitung der Eiscreme. Dafür habe ich jetzt Sahne und Creme Double in die Schüssel gegeben. Ich verwende Creme Double dann, wenn ich etwas mehr Fettgehalt brauche. Dadurch wird das Eis etwas cremiger. Wir verwenden ja auch keine Eismaschine. Die Sahne und die Creme Double sind jetzt steif. Und als nächstes gebe ich jetzt die süße Kondensmilch da rein. Und dann die Kokosmilch. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein ganz einfaches Rezept. Das sind 4 Zutaten. Geht ruckzuck. Wichtig ist, dass ihr das einfach schön verrührt. Schön cremig. Dann noch die Kokosmilch dazugeben. Ui. So, die Masse ist jetzt schön homogen, keine Klümpchen mehr drin. Die schaut jetzt ein bisschen flüssig aus, das ist aber richtig so. Wir stellen das jetzt ins Gefrierfach, lassen das 3 bis 4 Stunden gefrieren und dann könnt ihr euer feines, köstliches Eis heute schon genießen. Als nächsten Schritt werden wir für das Dessert nun die Bananen einwickeln. Dafür braucht ihr ja den Blätterteig und diesen müssen wir erst noch ein bisschen dünner rollen. Der ist jetzt so gekauft, natürlich ein bisschen dick, und rollen den runter auf 2 mm. Dafür am besten auf eine Backmatte legen, ein bisschen Mehl, ein Rollholz und los geht's. Der Teig ist nun auf 2 mm ausgerollt. Nun werde ich den Teig einteilen. Wir brauchen 8 Stücke, a 9 x 7 cm. Dafür nehmt ihr am besten ein langes Lineal. Auf der Backmatte würde ich jetzt nicht mit dem Messer schneiden. Nehmt einfach eine Palette, damit geht das wunderbar. Jetzt habe ich natürlich ein paar mehr kleine Rechtecke rausbekommen. Das macht nichts, die könnt ihr einfach einfrieren und für das nächste Dessert wieder rausnehmen. Was übrig ist an Teig, nicht zerkneten, sondern den könnt ihr ganz normal wieder ausrollen. Ihr müsst ihn nur aufeinanderlegen und wieder ausrollen. Wenn ihr ihn zerquetscht, dann vermischen sich die Schichten und dann geht er auch nicht mehr so schön auf. Im nächsten Schritt werden wir nun die Bananen in den Blätterteig-Rechtecken einwickeln. Ich habe vorhin den Zimt nicht erwähnt. Ich mache gerne noch mal eine Prise Zimt mit auf die Bananen. Das gibt dem Ganzen noch mal so einen raffinierten Geschmack. Wer keinen Zimt mag, lässt ihn einfach weg. Und jetzt beginnen wir erstmal die Bananen zu halbieren. Einfach mal in der Mitte durchschneiden. Dann haben wir 8 halbe Bananen. So. Den Zimt habe ich jetzt hier direkt auf die Bananen drauf gestreut und als nächstes wickeln wir Banane für Banane ganz vorsichtig ein. Also dafür legt ihr ein Stück hier oben drauf. Ihr könnt ruhig den Blätterteig noch ein bisschen ziehen.
Bevor ihr jetzt loslegt, die Bananen zu karamellisieren, vergewissert euch, dass der Ofen schon angeschaltet ist. Den habe ich jetzt auf 200 Grad gestellt, Ober- und Unterhitze. Und als nächstes beginnen wir jetzt hier unsere kleinen Pfännchen. Das ist eine Pfanne pro Person, mit Zucker zu befüllen und zu karamellisieren. Wenn ihr keine kleinen Pfännchen habt, könnt ihr natürlich auch eine große Pfanne nehmen. Wichtig ist, kein Plastik dran und hitzebeständig. Oder eine Auflaufform würde auch gehen. Da könnt ihr alle Bananen auf einmal reinlegen. Bevor ihr jetzt die Bananentatata aus der Pfanne nehmt, wartet einen Moment, bis ihr die Pfanne gerade noch greifen könnt. Ich habe jetzt so eine kleine Winkelpalette, die habe ich ein bisschen gefettet, dass ich besser unter den Karamell komme und mir nicht alles an der Palette kleben bleibt. So, jetzt fahre ich hier ganz vorsichtig rum und lege das gleich hier mal auf meinen Teller drauf. Die anderen habe ich hier schon, einen habe ich schon umgedreht. Und jetzt zeige ich euch einen Serviervorschlag. Das Eis habe ich jetzt aus dem Gefrierfach geholt. Das war jetzt ca. 4 Stunden im Gefrierfach. Das schaut ganz toll aus, ganz ohne Eismaschine. Und um das zu portionieren, mache ich mir immer hier so ein bisschen Wasser heiß. Habe so einen Portionierer. Es gibt verschiedene. Ich habe jetzt so eine mittlere Größe. Und da geben wir jetzt auf den Teller, auf die Bananentatata, geben wir jetzt hier eine richtig schöne dicke Kokosnuss-Eiskugel. Freude, Freude. Freude, Freude, ja! I feel like on an island. Dieses Kokosnusseis, so cremig und das ohne Eismaschine, wow! Und dieser Karamell auf dieser Zimtbanane, fantastisch. Oh Gott, ihr werdet es lieben. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich möchte das Dessert noch warm essen. Also, wir sind am Ende unseres Kurses. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir doch einfach gleich ein Abo mit einem Glöckchen oder einen Kommentar. Oder ihr schreibt was unter das Video, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Auf jeden Fall, das Rezept findet ihr in meinem Blog. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!